Schatten über Herrenstein. Ein Epos aus dem Adel. Folge 1. Die Sonne eines späten Sommers stand schon tief gegen die Güter derer von Berlichingen, als der einsame Reiter dem Pferd sanft die Sporen gab und so den Galopp verschärfte, der ihn durch den schier endlosen Forst in die andere, dem Talschluss zu und dem schroffen Felsen entgegen, auf dem seit Jahrhunderten Schloss Herrenstein stattlich aufragt. Heia, heia, Odoaker, heia! Ermunterte der junge, braungebrannte Reiter sein Pferd, den schlanken Fesseln freien Lauf zu lassen. Und als ob der seitenschwarze Wallach der vertrauten Stimme seines Herrn antworten wollte, setzte er sogleich kraftvolles Schnauben aus den edlen Nüstern gegen den stärker werdenden Wind. Mit einem leisen »Du bist ein guter Junge, Odoaker, komm!« beendete der Jüngling die kurze, aber tiefe Zwiesprache mit dem rassigen und doch seltsam sanft dahinfliegenden Tier, und er schmiegte sich tiefer an die flatternde Mähne in der Gewissheit, dass der kluge Hannoveraner von selbst seinen Stall finden würde. Es wurde Zeit für Ross und Reiter, wollten sie das schützende Dach noch vor dem Unwetter erreichen, das sich unaufhaltsam über der Teufelswand zusammenbraute. Schon waren die Vögel verstummt und alles Leben im Forst schien sich angstvoll vor dem einen drohenden Augenblick der kommenden, reinigenden Entladung zu ducken. Wäre da nicht das ferne Grollen gewesen, das der Talkessel in mehrfachem Echo zurückwarf, so hätte dieser melancholische Augenblick der Schwebe vor dem rasenden Ausbruch der Elemente vollkommen dem Schweigen der rasenden Wolken über dem Herrensteiner Felsen geglichen. Selbst die friedlichen, schmucken Häuser der beiden Dörfer, die sich tief unten in der Ebene der fruchtschweren Felder wie von einem himmlischen Baumeister verlorene Ziegel ausnahmen, schienen sich im schwefelfahlen Licht enger aneinander und an die spitzen, schindelbewehrten Kirchtürme zu kauern. Und mag das Firmament über uns zusammenstürzen, mischte sich nun wieder die helle Stimme des Blonden auf dem schwarzen Pferd in das erste noch zaghafte Aufheulen des Windes. Wir werden bestehen und am Ende siegen. Doch trotz des fröhlichen Mutes in den Worten des jungen Mannes lag eine seltsame Traurigkeit in seinem ebenmäßigen Gesicht, auf das die ersten schweren Tropfen fielen. Und über Schloss Herrenstein lastete der schwarze Schatten einer riesigen Wolke. Welcher Schatten liegt über Herrenstein? Wer ist der geheimnisvolle, einsame Reiter im Forst? Welchem Ziel strebt er zu und wird er es erreichen? Sehen Sie die nächste Folge von Schatten über Herrenstein, ein Epos aus dem Adel.